Hi zusammen, Farbstoff hier. Willkommen zu einem neuen Video. Der Sandteufel. Thema Nummer 1 in den letzten Tagen aufgrund dessen, dass in dem Dungeon hier drinne jetzt etwas Neues zur Verfügung steht. Leider nur für die großen Dungeon und zwar den Chaosstaub. Genauso wie beim Phantom in Level 25. Und das führt natürlich dazu, dass beim Phantom kann man sehr viel cheesen. Dort kann man mit Rares und sowas den ganzen Zeug da blocken. Das geht beim Sandteufel nicht. Dort muss man mit Stats und wirklich gutem Equipment spielen. Deshalb würde ich heute nochmal über ein Sandteufel-Team mit euch drüber gehen, was aber nicht von mir ist. Das hat ein russischer Content-Creator gemacht. Das habe ich dort erst gesehen. Wollt euch das aber heute nochmal in Ruhe erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar lasse ich das Team einfach mal laufen. Es geht um diese beiden. Wahnsinn, keine Gotze Garniri. Nein, es geht um diese beiden Champions. Und es ist so, dass wir hier mit 3.500 Defense spielen, 150 Speed, also kein Speed. Die Genauigkeit könnte noch ein bisschen mehr sein. Warum nehmen wir ihn? Ganz einfach. LP-Burn. Grün und LP-Burn. Und 4 Runden CD. Denn wenn wir das nicht haben, wenn wir einen 3 Runden CD-Skill haben, haben wir das Problem, dass er dann aus der Rotation läuft und wir dann ein- oder zweimal ohne LP-Burn. Ihr könntet jeden Champ da reinmachen, wenn ihr das wollt, und würdet halt dann einen anderen LP-Burn-Champ mitnehmen. Wenn man zum Beispiel 150 Speed, könnte man theoretisch auch Dwang mitnehmen. Dann ist aber wichtig, das sage ich euch gleich, das ist was ganz wichtig. Dwang, 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 Dwang. So, jetzt mein Dwang suchen. Da, so. Nehmen wir ihn mit. Sein Skill hier hat 3 Runden CD, aber der hat 4 Runden. Das heißt, man würde einfach sagen, okay, wir nehmen den als Prio 1 und den als Prio 2. Dann führt es dazu, dass er immer nach dem den Skill macht und danach den. Das heißt, die Chance wird oder die Häufigkeit wird erhöht, wo er das Ganze applied. Wir haben jetzt hier 148 Speed, 2,8 Defense. Wir können ja gerade mal gucken, ob das funktioniert. Und gerade mal gucken, ob das läuft. Machen wir gerade mal. Zufällig hat er jetzt den Speed. Gucken wir mal, wenn es funktioniert, dann können wir natürlich darüber noch. Nee, das reicht nicht. Okay, aber gerade sehen, reicht vom Speed ja nicht, er kommt nicht dran. Also würden wir dann doch den LP-Burn nehmen und würden dann einfach drauf hoffen. Gut, ihm würde man auf jeden Fall noch einen Brimstone geben, ne? Also dann wäre es bei ihm, guck mal, da fehlen auf jeden Fall Artefakte, ist aber egal. Das heißt, wir würden dann schon die Variante nehmen, die da in der Hoffnung, dass er dann halt öfters mal applied. Es wird dazu kommen, dass das nicht immer schaffen. Aber, also es funktioniert im Prinzip auch, aber wie gesagt, mit Gottlob funktioniert es halt deswegen so schön, weil er eben 4 Runden CD hat. Deshalb würde ich euch empfehlen, in diesem Team ihn so zu spielen. So, wir machen dann hier den wieder 1 rein, zack. Wie gesagt, LP-Burn, 4 Runden CD, Captain Sonnenbrand gebuckt. Ja, wobei der hier wichtig ist, gebuckt, der ist nicht so wichtig, wobei beide natürlich ideal sind. Das ganze Team gibt es auch noch in einer anderen Variante. Ich glaube, da hat Squatch vor kurzem auch schon nochmal ein Video drüber. Es gibt ja von vielen dieses Video. Da wird aber Captain Sonnenbrand ohne Bücher gespielt. Dann kann man jeden Champ mitnehmen, der 3 Runden CD hat. Dann wird das Ganze anders gespielt. Dann kann man mit 3 Runden CD spielen. Dann kann man natürlich andere Champions nehmen. Wenn ihr wollt, zeige ich euch darüber auch nochmal ein Team. Schreibt es mir in den Kommentar, dann seht ihr es nochmal. Ansonsten haben wir jetzt hier 280 Speed, 4 Defense. Ihr solltet mindestens 55.000 LP, das ist jetzt viel zu übertrieben hier. Die Defense 4.000 und ich sage 55 LP. Was bei ihr gut ist, sie hat sehr, sehr gute Base-Werte. Die Geschwindigkeit ist vermutlich eher das Problem. Ihr solltet natürlich schneller sein als der Boss, der hier mit 270 Speed daherkommt. Ihr müsst schneller sein, weil ihr müsst vor ihm drankommen einmal, um den Wiederbeleben bei Todbuff zu applyen. So, und dann kommt er wieder und zusammen. Das Ganze läuft vollermaßen ab. Und dann gehen wir gleich nochmal über das Equipment drüber. Bumm, wir werden einfach getötet, logischerweise. Dann applied er jetzt eine LP-Burn. Zack. Ja, und dann geht das ganze Ding. Bum, 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 bum. Immer schön weiter und weiter und weiter. Und ja, also so kann man ein Team bauen, ohne Aniri. Mit Aniri wurde natürlich auch ein Team, logisch, es gibt so viele Aniri-Teams, ich könnte euch hunderte Aniri-Teams machen, die basieren aber immer auf dem gleichen Prinzip. Aniri wiederbelebt einen LP-Burner, der beim Wiederbeleben dann LP-Burn applied und dann kann er wieder sterben. So läuft es ab. Die Varianten gibt es mit Food, dann sind sie im Low-Speed. Wenn euch das interessiert, dass ich darüber ein Video mache, dann schreibt es mir in die Kommentare, auch darüber kann ich ein Video machen. Und ja, ansonsten, wie gesagt,
ist das einfach mal eine Variante. Ich werde euch noch mehr Varianten in der nächsten Zeit eventuell vorstellen. Vielleicht kommen noch ein paar neue Champs. Und dann mal gucken. So, wie gesagt, es läuft jetzt hier einfach so, ja, kunterbunt durch. LP wird applied, wunderbar. Obwohl wir eigentlich zu wenig Genauigkeit haben. Ja. Muss man einfach sagen. Ja, zu wenig Genauigkeit. Aber gut, sei es drum. Natürlich, und das muss ich jetzt auch sagen, ist es so, dass wir jetzt hier mit keiner Kriegsmeister-Mastery spielen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, machen wir auf 1 Speed. So, er hat jetzt noch 5 Trigger, ein. Und jetzt könnte er theoretisch immer mit Mastery spielen. Er könnte definitiv mit Mastery spielen. Kriegsmeister würde den Schaden auf dem Boss definitiv erhöhen. Und wer hat und schafft, kann natürlich auch Captain Sonnenbrand, also die schöne Mütterchen hier, die linke, kann man dann auch mit einem Brimstone tatsächlich spielen. Wenn man es schafft, die Star 2, passt mal auf jetzt. Der Boss hat 5 Stacks, jetzt kommt der Hit einmal. Jetzt ist noch im Sleep und jetzt der Hit hier würde Brimstone applyen. Würde funktionieren, theoretisch. Da sie oft genug drankommt, könnte man das machen, um den ganzen Run zu beschleunigen. So, jetzt machen wir mal. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit verloren durch diesen Einfahrspeed. Das Team läuft zwischen 2,5 und 3 Minuten ohne Segen. Ohne Segen. Mit Segen, eine andere Hausnummer, ne? Man könnte an die Defense senken, man könnte Bonus-Hits machen, man könnte viel machen, wenn der Tag lang ist. Also, dann gleich nochmal wieder, um ein bisschen zurückzukommen, ne? Zu dem Content. Wenn wir in diesem Content laufen, es ist immer so, dass wenn wir kein Full-Team spielen, was voll auf Damage ist, wird immer das Regeneration-Set der Key sein. Ihr werdet es sonst nicht packen. Wenn wir das jetzt anschauen, wir schauen uns erstmal Captain Sonnenbrand an. Da. Und zwar seht ihr hier, sie hat ein Regeneration-Set an. Und da ist wichtig, Geschwindigkeit. Ja, wir haben ein 5-Sterne-Item, da ist aber gut Geschwindigkeit getriggert. Das wäre ein Triple-Hit auf dem 6-Sterne-Item. Hier ist keine Geschwindigkeit geglüft. Da Geschwindigkeit drin und hier haben wir Geschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit von 82 Speed hört sich bei ihr sehr viel an. Ihr schafft das aber. Weil sie hat 115 Base Speed. Das ist extrem viel. Man kann das Ganze auch so tunen, dass man auf jeden Fall sie als Lead benutzt. Ja, dann werden die Speedwerte welche andere. Das kann man ausrechnen. Da müsste man gerade mal gucken. Wartet mal. Machen wir es einfach mal, wenn ihr seid. Also wir kriegen 24% haben wir Aura auf den Base-Wert. Ne? Also 115 mal 1,24. Dann wären wir bei 142,6 minus 280. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechnet, ihr müsst praktisch auf denselben Speed kommen, ohne dass, also ihr müsst praktisch um den Speed runter, was euch die Speed-Aura gibt, am Ende um auf denselben Speed zu kommen. So müsst ihr das rechnen. Also ihr habt 24% kriegt ihr dazu auf den Base-Wert. Das heißt, wenn ihr dann 115 habt, ihr dann 142,6. Das heißt, ihr müsst 137,4, also 137 bis 138 Speed draufpacken, nicht 165. Und bei dem anderen, und dort wird es halt dann schwer, deswegen ist die Speed-Aura dort ein Problem. Das ist eigentlich das eigentliche Thema. Wir haben 99 Base Speed. Wenn wir von 99 mal 1,24 reden, sind wir bei 124, ne? Das wäre schon zu schnell. Also 99 mal 1,24 sind bei 123 Speed. Das heißt, und jetzt, wenn wir das sehen, wir haben 150 insgesamt, ne? Wir haben 150. Bis 158 würde ich sagen, ist es okay. Aber rechnen wir jetzt mal minus die 151. Das heißt, minus 151, dann haben wir nur 28 Speed. Das heißt, sie müssten, es darf auf den Banner keine Geschwindigkeit drauf sein. Es dürfen auf den Items keine Geschwindigkeiten drin sein. Wirklich keine. Dann kann man mit der Speed Aura spielen, was vielleicht manchen leichter fällt, um eben die 82 benötigten Speed von Captain Sonnenbrand durch die Aura zu erreichen, nicht durch die reinen Stats. Ne? Also hier könntet ihr die 82, wie gesagt, da könnt ihr hier auf 100, was habe ich vorhin gesagt? 130 oder 120, was ich gerade ausgerechnet habe. Könnt ihr auf jeden Fall weiter runter. Das spart dann natürlich eine Menge Stats. Probiert's aus. Lasst mich wissen, schreibt es in den Kommentaren und dann wünsche ich euch viel Spaß. Achso, die Masteries. Die Masteries hier sehen so aus. Einfach nur ein bisschen AOE-Damage, ein bisschen LP drauf. Und bei ihm sieht das Ganze so aus. Wir haben auch die Defense hier runtergenommen, ein bisschen verteilt und hier runter zur Genauigkeit, dass wir Genauigkeit schaffen, denn sonst wird es ein bisschen tricky mit den Items. Bei er hat nicht so gute Base-Werte, ne? 12.000 LP. Aber dafür haben wir Defense 1-1 und er ist grün. Da der Boss rot ist, ist es ein bisschen leichter, mit ihm dort zu spielen. Also, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao, ciao.